Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu einer Ihrer ersten Vorlesungen wahrscheinlich hier an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ich hoffe, dass Sie ganz, ganz viel Positives in den nächsten Jahren in Ihrem Studium erfahren werden, sehr viel lernen werden, wunderbare Erfahrungen mit Literatur und Sprache machen, die Sie Ihr Leben lang begleiten werden. Dieses Studium kann Ihnen sehr viel bringen, wenn Sie offen sind, neugierig sind, Lust auf Literatur haben, Lust darauf haben, über Sprache und Literatur nachzudenken und eigene Wege in Ihrem Studium zu beschreiten. Wir, der Lehrstaff, möchte Sie dabei begleiten. Wir möchten Ihnen vieles kenntlich machen, was Ihnen bisher unbekannt war, Ihnen Angebote offerieren, die Sie wahrnehmen können. Diese Vorlesung ist Bestandteil Ihres ersten Moduls, das Sie erfolgreich absolvieren müssen im Laufe Ihres Studiums, und zwar des Moduls 1b ADL. Innerhalb dieses Moduls müssen Sie am Ende des Sommersemesters eine Klausur schreiben, und zwar im Seminar Einführung in die literaturwissenschaftliche Mediävistik. In dieser Klausur am Ende des Sommersemesters wird der Stoff dieser Vorlesung abgeprüft werden. Ja, das vielleicht für Sie nochmal als Hintergrund. Dort wird eine Frage gestellt zu dieser Vorlesung, die von Ihnen beantwortet werden muss. Sie können eine ähnliche Vorlesung, eine Einführung in die ältere deutsche Literatur auch im Sommersemester besuchen. Sie haben also zwei Möglichkeiten, sich diese Vorlesung hier anzuhören oder diejenige im Sommersemester, die dann nicht das Thema Lyrik zum Inhalt haben wird, sondern eine generelle Einführung in Aspekte der älteren deutschen Literatur zum Inhalt haben wird. Ja, wieso überhaupt mittelalterliche Literatur? Wieso sollte man das überhaupt als Student der deutschen Sprache und Literatur kennenlernen? Nun, das ist relativ einfach zu beantworten. Sie müssen sich immer vorstellen, dass die mittelalterliche Literatur, und zwar über 700 Jahre hinweg, von 800 bis 1500, also von 800 bis 1500, ja, die deutsche Literatur auf den Weg gebracht hat. Hier finden wir die ersten deutschen Texte in Schriftform. Und diese Literatur prägt eben auch zu einem erheblichen Maße die Literatur der Moderne. Viel dessen, was Sie aus moderner Literatur kennen, werden Sie in mittelalterlicher Literatur grundgelegt finden. Und 700 Jahre deutsche Literatur und deutsche Sprache einfach auszublenden aus einer wissenschaftlichen Ausbildung, käme einem Studium des Deutschen nicht zugute. Also für Sie, für einige von Ihnen vielleicht sehr überraschend, werden Sie relativ viel mittelalterliche Literatur und Sprache in Ihren ersten Semestern des Deutschstudiums machen. Und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, die ein oder andere, der ein oder andere von Ihnen wird Gefallen daran finden, weil diese Epoche des Mittelalters großartige Literatur hervorgebracht hat, die auch heute noch entweder durch ihre Fremdartigkeit begeistert oder durch ihre Andersartigkeit fasziniert oder aber eben gerade, dass die Kontinuität erkennen lässt, die bis in die heutige Zeit hinein fortbesteht, sowohl der Literatur als auch der Kultur des Mittelalters. Also ich glaube, da gibt es ganz viel für Sie zu entdecken, was Sie aus der Schule noch gar nicht kennengelernt haben, und hoffentlich bringen Sie die Neugier mit, sich auf diese Entdeckungsreise zu begeben.
Um dieser Vorlesung richtig folgen zu können, müssen Sie ganz unbedingt auf OLAT gehen und dort den Kurs Einführung in die ältere deutsche Literatur, Einführung in den Minnesang hochladen. Also nochmal, gehen Sie bitte auf OLAT, rufen Sie dort den Kurs Einführung in die ältere deutsche Literatur, Einführung in den Minnesang auf. Warum? Weil Sie dort eine PowerPoint-Präsentation zu meinen Ausführungen finden, die Sie unbedingt hochladen müssen, um dieser Vorlesung wirklich folgen zu können. Ich werde während der Vorlesung immer wieder weiter oder weiter klicken sagen. Das bedeutet für Sie, dass Sie sich dann durch diese PowerPoint-Präsentation durchklicken müssen und die nächste Seite der Präsentation aufrufen sollen. Ohne diese PowerPoint-Präsentation bleibt doch vieles schwierig nachzuvollziehen und unverständlich in meinen Ausführungen. Also nochmal, OLAT, ja, die große Plattform der CAU für Materialien und Kommunikation, und in OLAT bitte die Einführung in die ältere deutsche Literatur, Doppelpunkt, Einführung in den Minnesang aufrufen. Wunderbar. Zum Abschluss vielleicht jetzt noch meiner kurzen Vorrede, und klicken Sie doch bitte einmal. Diese Vorlesung soll Sie in die deutschsprachige Liebeslyrik des Mittelalters einführen, die gemeinhin in der Forschung auch Minnesang genannt wird. Also Minnesang ist die mittelalterliche Liebeslyrik. Dabei soll sich der Stoff dieser Vorlesung auf vier Bereiche erstrecken. Die sehen Sie jetzt auch im Bild der PowerPoint-Präsentation. Erstens möchte ich Ihnen die verschiedenen Subgattungen der Liebeslyrik vorstellen, also verschiedene Formen der Liebeslyrik und des Minnesangs Ihnen darbieten, zum Beispiel Formen wie die Minnekanzone, das Taggelied, das Kreuzlied, das Frauenlied, das Dialoglied und so weiter. Zweitens möchte ich Ihnen einen literaturgeschichtlichen Überblick vermitteln. Also wie entwickelt sich eigentlich der Minnesang, die Liebeslyrik im Mittelalter vom 12. bis zum 14. Jahrhundert? Welche verschiedenen Entwicklungsphasen lassen sich ausmachen? Drittens, kann die deutschsprachige Liebeslyrik ihre Ausprägung und Entwicklung nicht ohne den Einfluss der französischen und provenzalischen Poesie dargestellt werden, gehen doch entscheidende Impulse für die literarischen Formen des deutschen Literatursystems im Mittelalter von Frankreich aus. Deswegen müssen wir ein bisschen auch diese französische Lyrik in den Blick nehmen. Und viertens sollen Sie auch noch einen Überblick über den gegenwärtigen Forschungsstand zur deutschsprachigen Liebeslyrik des Mittelalters erhalten. Das ist mein Angebot an Sie. Sie werden viel hören müssen. Diese Vorlesung ist ganz bewusst nicht in Präsenz gehalten. Erstens, weil natürlich Corona eine große Gefährdungslage immer noch in unserer Gesellschaft darstellt. Zweitens aber auch aus der vollen Überzeugung heraus, dass eine Vorlesung nicht die nötige Aufmerksamkeit ihrerseits erhalten kann, wenn sie 90 Minuten in einem Vorlesungssaal stattfindet. Hier haben Sie auf YouTube die Möglichkeit, mal auszumachen, eine Pause zu machen, sich ein Käffchen zu holen, etwas daneben her zu futtern und wenn die Konzentration verloren geht, auch mal auszuschalten. Oder sich nochmal einen Abschnitt erneut anzuhören, zurückzuspulen. Also dieses digitale Medium bietet Ihnen doch eine Vielzahl an besseren Verständnismöglichkeiten meines Erachtens. Dazu gehört auch, dass Sie sich diese Vorlesung jederzeit
am Wochenende, abends, morgens, beim Zähneputzen, wann auch immer anhören können. So viel vielleicht vorab und dann starte ich jetzt mit der ersten Vorlesung. Jeder von Ihnen hat ganz bestimmt schon einmal das Wort Minnesang gehört und ganz bestimmte Vorstellungen entwickelt, was das sein soll. Wahrscheinlich denken die meisten von Ihnen, dass mit Minnesang das gefühlvolle Lied eines Ritters bezeichnet wird, das er seiner Liebsten in einer lauschigen Sommernacht unter deren Balkon heimlich zur Laute vorträgt. Aber nichts geht mehr an der Wirklichkeit vorbei als genau diese Vorstellung. Da ist nämlich alles Unsinn an dieser Vorstellung. Was aber ist nun Minnesang wirklich? Das werde ich Ihnen in diesen 12 Vorlesungen, die wir Zeit haben, versuchen zu erläutern. Jede Vorlesung wird zwischen 60 und 90 Minuten dauern. Zuerst aber mal müssen wir eine Zeitreise ins Mittelalter machen, genauer gesagt in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts. Da entsteht nämlich der Minnesang um etwa 1150, 1160. Aber wie sieht das Leben im 12. Jahrhundert eigentlich aus? Was prägt diese Kultur im 12. Jahrhundert? Blättern Sie bitte um. Ich komme zu meinem ersten Punkt, der kulturelle Hintergrund des Minnesangs. Vor der Mitte des 12. Jahrhunderts war deutschsprachige Dichtung nahezu ausschließlich von religiösen Themen geprägt und gehörte überwiegend in den klösterlichen Bereich. Zweck dieser deutschen Dichtung vor Mitte des 12. Jahrhunderts war zumeist die Festigung des Glaubens oder aber auch die Belehrung über die Natur, oder auch Belehrung über die menschliche Geschichte, also Geschichtsdarstellungen. Ab Mitte des 12. Jahrhunderts begann dann aber eine kleine Kulturelite innerhalb des sogenannten Laienadels Einfluss auf die Literaturproduktion zu nehmen. Was sind Laienadelige? Für uns ein ganz wichtiger Begriff. Laienadelige gehören eben zur exklusiven Gesellschaftsschicht des Adels und gehören nicht einem Kloster oder der Kirche an, sind also weder Mönche noch Kleriker. Also alle Adligen außerhalb von Kirche und Kloster bezeichnen wir als laienadelig. Und diese Laienadligen nehmen also ab Mitte des 12. Jahrhunderts Einfluss auf die Literaturproduktion. Dieser Prozess der kulturellen Teilhabe ging von den großen Fürstenhöfen aus. Dort an den großen Adelshöfen entstand ab 1150 eine neue, von den adligen Fürsten geförderte weltliche Literatur, die von den thematischen Interessen der adligen Hofmitglieder Zeugnis ablegt. Ja, diese großen Adelshöfe, Sie müssen sich vorstellen als Reisehöfe. Ein Adeliger reist mit seinem Hofstaat durch sein Territorium, das er regiert, dort, wo er Recht spricht und so weiter. Und an diesen mobilen Adelshöfen, die aus einer Vielzahl an Begleitern, auch geistlichen Begleitern, also Klerikern, Damen, die mitreisen und so weiter besteht, dort entsteht diese neue Literatur. Weltliche Themen wie Liebe, Sexualität, Ritterschaft, Gewalt, Herrschaft und so weiter prägten fortan einen erheblichen Teil der deutschsprachigen Dichtung. Literaturgeschichtlich spricht man von der Periode der höfischen Dichtung oder die Epoche der höfischen Literatur, wie Sie es hier finden. Blättern Sie bitte weiter. In diese Periode der höfischen Dichtung fällt auch die Entstehung des Minnesangs, der also eine Kunstform des Adels ist. Vorbild für die ersten Minnesänger sind provenzalische Troubadoure
und nordfranzösische Troubadoure. Es gibt nämlich im 12. Jahrhundert einen intensiven Kulturaustausch zwischen dem deutschsprachigen Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen, so heißt unser Gebiet zu der mittelalterlichen Zeit, und dem romanischen Sprachraum. Dieser romanische Sprachraum ist zweigeteilt. In der Nordhälfte spricht man Altfranzösisch, in der Südhälfte spricht man Okzitanisch. Der Kulturaustausch ist ein recht einseitiger. Die Romania mit ihren beiden Landesteilen ist kulturelles Vorbild für den deutschen Adel. Die französische Sachkultur, also Architektur, Mode, Sitten, Essen, Waffenhandwerk, Rüstungen und so weiter, war im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen en vogue. Auch die mittelalterliche deutsche Sprache spiegelt den kulturellen Einfluss Frankreichs in dieser Zeit. Viele französische Wörter gelangten ins Deutsche. Für das 12. Jahrhundert hat man 350, für das 13. Jahrhundert 700 französische Lehnwörter nachgewiesen. Das sind Wörter wie Tournoi, Turnier. Ja, das ist kein deutsches Wort, Turnier. Oder tanzen ist kein deutsches Wort. Es kommt aus dem Französischen und ist abgeleitet von danser. Was in unseren heutigen Zeiten die Anglizismen sind, waren im 12. Jahrhundert die Französismen. Doch nicht nur französische Kleidungsstücke, Anstandsregeln, Baustile und Lehnwörter fanden durch den Kulturkontakt ihren Weg nach Deutschland, sondern ab Mitte des 12. Jahrhunderts auch Literatur. Darunter dann die gesungene Liebeslyrik der Troubadoure. Der erste Troubadour, der Liebeslieder verfasste, war ein Herzog von Aquitanien und Graf von Poitou, Wilhelm oder Guillaume im Französischen der Neunte. Dieser hochadelige und erste Liebeslyriker des Mittelalters war einer der mächtigsten Männer Europas und besaß ein größeres Territorium als der französische König. Dies zeigt bereits ein wesentliches Merkmal mittelalterlicher Lieddichtung. Diese ist Adelsdichtung. Die Rezipienten dieser Texte und Lieder, sowie auch ein Großteil ihrer Autoren, gehören nicht dem einfachen Volk, sondern dem hohen Adel an, den Königen, Herzogen, Fürsten, Grafen und Freiherren und ihrer höfischen Gesellschaft, in der sich auch niedere Adelige befinden. Schließlich haben sich auch viele Geistliche, Kleriker, Kanoniker, in Frankreich sogar Bischöfe als Autoren der Liebesdichtung hervorgetan. Das Erscheinen dieser Lyrik ist ein Ereignis von nicht zu überschätzender Bedeutung für die kulturelle Entwicklung Europas über viele Jahrhunderte hin. Von Dante, blättern Sie doch bitte einmal um, von Dante, Petrarca, dem europäischen Petrarchismus, der Isabelle Entschuldigung, der elisabethanischen Liebeslyrik Englands und so weiter, bis hin zu Ezra Pound und anderen Dichtern im 20. Jahrhundert, zehrt man vom Erbe der Troubadoure des 12. und 13. Jahrhunderts und ihrer italienischen Nachfolger, wie Petrarca, den ich ja auch vorhin schon erwähnt habe. Die Liebe und die eigene Haltung dem geliebten anderen gegenüber werden im 12. Jahrhundert zum ersten Mal seit der Antike, und da ist manches gar nicht vergleichbar, zu einem zentralen Thema der Literatur. Minnesang ist im Grunde nichts anderes als gesungene Liebeslyrik. Allerdings unterscheidet diese sich schon sehr von moderner. Sie schafft weniger Stimmung oder subjektives Empfinden, als es in der modernen Lyrik oft, aber auch nicht ausnahmslos, der Fall ist. Der Minnesang ist eine ausgesprochen intellektuell
kalkulierte Form lyrischen Sprechens. Er diskutiert mehr, als dass er Empfindungen ausdrückt oder hervorruft. Dabei ist es nicht so, als würden Gefühle und Empfindungen keine Rolle spielen. Nur werden diese extrem typisiert und konventionalisiert. Trotz aller Typisierung präsentiert aber das Minnelied seinen Inhalt zumeist als Erlebnis eines Einzelnen. Der geschilderten Situation kommt dabei aber keine historische Referenz zu. Also das, was da ein Ich in der Liebeslyrik des Mittelalters ausdrückt, hat das Ich nicht erlebt. Ein Ich singt in den Liedern nicht über seine persönlichen Gefühle oder Erlebnisse, sondern denkt mit konventionellen Argumenten und rhetorischen Ausdrucksmitteln über typisierte Gefühle nach. Mittelalterliche Liebeslyrik entspricht also weniger Formen des eigenen Gefühlsausdrucks, wie man sie mit moderner Liebeslyrik in Verbindung bringen könnte. Nein, der Minnesang hat viel mehr Ähnlichkeiten mit Erzeugnissen der modernen Schlager- oder Popkultur. Hier können ja auch George Michael oder ein Ross Anthony von ihren intensiven Liebesgefühlen zu einer Frau singen, auch wenn beide schwul sind. Daran kann man erkennen, dass das Gesungene nicht den Sängern oder Autoren als authentische Aussage zuzurechnen ist, sondern Ausdruck typisierter gesellschaftlicher Gefühle. Der Minnesang funktioniert ganz genauso, ist nur viel besser gedichtet. Ja. Er ist eine Form von Rollenlyrik, ganz wichtig, nicht Erlebnislyrik. Das Ich spricht aus der Rolle eines Liebenden. Über seine wahren Gefühle erfahren wir nichts. Der Minnesang ist also in der Tat nicht das Liebesgeständnis eines Ritters unter dem Balkon eines Burgfräuleins, sondern für eine Öffentlichkeit von Literaturinteressierten und Literaturkennern am mittelalterlichen Herrscherhof gedacht. In erster Linie wurde er durch einen Vortragenden in direkter Konfrontation mit einem zuhörenden Publikum realisiert, aber er scheint auch als Leselyrik rezipiert worden zu sein. Darauf deuten jedenfalls unsere Quellen hin. Und um die soll es jetzt gehen. Woher kennen wir überhaupt diese Lyrik? Blättern Sie bitte um. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, die handschriftliche Überlieferung. Als Medievist, also Mittelalterkundler, erforsche ich ja eine Epoche der Menschheit, die längst untergegangen ist. Wo bekomme ich denn eigentlich meine Informationen her? Ich erzähle Ihnen ja die ganze Zeit etwas, aber woher weiß ich das alles? Als historisch arbeitender Literaturwissenschaftler benötige ich schriftliche Quellen. Nun gibt es den Buchdruck in Europa erst seit Mitte des 15. Jahrhunderts. Das heißt, alle schriftlichen Aufzeichnungen vor 1458 sind mit der Hand gemacht worden. Nur aufgrund solcher Handschriften besitze ich überhaupt Informationen über den Minnesang. Diese Handschriften sind also von unschätzbarem kulturellen Wert. Ähnlich wie die Höhlenmalereien von Steinzeitmenschen ermöglichen sie uns, etwas über das Denken des mittelalterlichen Menschen in zwischenmenschlichen Beziehungen in Erfahrung zu bringen und über ihre Formen der Kunst und Literatur, über ihre Geschichte, über ihr Menschenbild und so weiter. Ich werde Ihnen im Folgenden vorstellen, welche bedeutenden Lyrikhandschriften es gibt. Entscheidend für unser Wissen um den Minnesang sind nämlich die großen Liederhandschriften des 13. und 14. Jahrhunderts. Die älteste dieser Liederhandschriften ist die sogenannte Kleine Heidelberger Liederhandschrift mit der Sigle A bezeichnet, die um 1270, 1280 entstanden ist.
Nun, die heißt Heidelberger Liederhandschrift, weil sie heute in der Universitätsbibliothek Heidelberg aufbewahrt wird. Also dort liegt die. Und klein heißt sie deswegen, weil sie ein ganz schmales, kleines Büchlein ist mit wenigen Liedern und sich unterscheidet von der, das kriegen wir gleich noch, großen Heidelberger Liederhandschrift. Ja, A heißt diese Handschrift, oder es sind Siglen vergeben worden bei den Liederhandschriften als Kurzform, damit man nicht immer umständlich lang diese Handschrift ausschreiben muss, um sich in der Forschung zu verständigen. Also wenn von A die Rede ist, im Minnesang weiß jeder Experte, dass die kleine Heidelberger Liederhandschrift gemeint ist. Und man vergibt den ersten Buchstaben des Alphabets, oder der ist vergeben worden, weil man die kleine Heidelberger Liederhandschrift für die älteste Sammelhandschrift deutschsprachiger Lieddichtung hält und gehalten hat. Weiter gibt es noch B, das ist die Stuttgart-Weingartner Liederhandschrift, kurz nach 1300 in Konstanz am Bodensee entstanden. Und C schließlich die große Heidelberger Liederhandschrift, auch Codex Manesse genannt, zwischen 1310 und 1320 in Zürich entstanden. Und wenn man noch eine nordostdeutsche Handschrift ins Feld führen möchte, die anderen Handschriften weisen ja eher auf den südwestdeutschen Sprachraum als Entstehungs- und Tradierungsort des Minnesangs hin, dann kann man noch die Jenaer Liederhandschrift J um 1330 in niederdeutscher Sprache hier anführen. Es gibt noch mehr Liederhandschriften, aber das sind erstmal die wichtigen. Die anderen werde ich Ihnen im Laufe der Vorlesung noch vorstellen. Wie sind die lyrischen Texte in diesen Handschriften angeordnet? Nun, alle Lieder sind einem Autor zugeordnet. Man spricht von einem Autorprinzip. Unter dem Namen eines Autors sind alle seine Texte versammelt. Allerdings weichen die Handschriften erheblich untereinander ab im Umfang der überlieferten Lieder. Das heißt, die eine Handschrift hat vielleicht nur 10 Texte eines Autors, während die andere Handschrift 30 Texte des gleichen Autors kennt. Sie weichen aber auch erheblich voneinander ab in der Anordnung der Autoren, in der Anordnung der Lieder in einem Autorkorpus. Zudem zeigen B und C nahezu zu jedem Autor ein Bild. Ja, vorliegend ist es Hartmann von Aue, ein ganz großer mittelalterlicher Dichter, der auch großartige Romane und Legendentexte geschrieben hat und auch eben als Minnesänger in Erscheinung trat. Und Sie sehen, das Autorbild hier zeigt ihn als einen Ritter einen kampfbereiten Ritter auf Pferd. Das heißt aber nicht, dass er Ritter gewesen sein muss, ne? Sondern das gehört auch zur Selbstdarstellung des Autors Hartmann von Aue und seinen Ritterromanen, die er verfasst hat. Keine einzige dieser Handschriften, außer J, hat Melodien der lyrischen Texte. J hat zwar solche Melodien, dafür aber kein Autorbild. Da diese wichtigen Handschriften A, B, C, die somit die frühesten Liedüberlieferungen in deutscher Sprache sind, keine musikalischen Notationen haben, müssen wir auch davon ausgehen, dass Minnesang gelesen worden ist. Wir müssen also von einer doppelten Rezeptionsform ausgehen, einerseits als vorgetragene Lieder, wo auch immer, vielleicht am Hof, vielleicht abseits des Hofes auch, und zweitens als Leselyrik. Blättern Sie bitte um. In diesen um 1300 entstandenen Handschriften finden sich lyrische Texte, die bereits seit Mitte des 12. Jahrhunderts, also ab circa 1150, entstanden sind.
Das heißt, in den Handschriften werden Lieder gesammelt, die schon 150 Jahre alt sind. Diese 150 Jahre alten Lieder stehen neben aktuellen Liedern, die um 1300 entstanden sind. Die Texte in den Handschriften umfassen also einen Zeitraum von 150 Jahren. Wir wissen aber nicht, wann welche Texte genau entstanden sind. Ja, die sind nicht chronologisch geordnet, diese Texte. Das heißt, die Handschriften beginnen nicht mit den ältesten Texten um 1150 und enden mit den zeitgenössischen Texten um 1300. Nun, wer sind die versammelten Autoren? Das sind einerseits große Herrscher und Landesfürsten, zum Beispiel hier dargestellt Kaiser Heinrich der VI., auch also ein großer Stauferkaiser, aber auch Könige, Herzöge und Grafen, also Mitglieder des Hochadels, dann Mitglieder der adligen Führungselite, das heißt adelige oder quasi-adelige Herren, sogenannte Ministerialen, und schließlich auch Berufsdichter, die von Auftraggeber, adligen Gönnern, abhängig sind. Zum Beispiel Walter von der Vogelweide, der für Fürsten gedichtet hat. Hier fangen Schwierigkeiten an. Von vielen Autoren wissen wir nicht, wann sie gedichtet haben. Es gibt keine Geburtsurkunden oder Todessterbedaten, Sterbeurkunden oder sowas. Wir wissen auch nicht genau, wer das Publikum war, ob die Autoren ihre Lieder selbst vorgesungen haben und so weiter. Mehr Informationen haben wir von den hochadeligen Minnesängern. Von denen wissen wir, wann sie lebten und was sie politisch gemacht haben. Von den meisten Dichtern haben wir aber nur ihren Namen. Das gilt vor allem für die Berufsdichter, über die wir bis auf wenige Ausnahmen keinerlei Informationen haben. So wissen wir auch nichts über die Anfänge und die frühe Entwicklung des deutschen Minnesangs. Wir datieren den Beginn der deutschsprachigen Liebeslyrik etwa um die Mitte des 12. Jahrhunderts, also 1150, 1160. Doch ist diese Datierung ein wenig hypothetisch. Wie ich ja vorhin gesagt habe, datieren die Handschriften stammen die Handschriften aus einem Zeitraum um 1300, also 150 Jahre nach der wahrscheinlichen Entstehungszeit der ersten lyrischen Texte. Wir können also nicht mit letzter Bestimmtheit sagen, welche lyrischen Texte am Anfang der deutschen Literaturgeschichte stehen. Wir haben aber eine begründete Vermutung, wer der erste Minnesänger war, der sogenannte Kürnberger nämlich. Blättern Sie bitte um. Drittens, der älteste deutsche Liebeslyriker, der von Kürnberg. Wie kommen wir jetzt dazu, ausgerechnet diesen Autor an den Beginn der deutschsprachigen Lyrikgeschichte zu stellen? Wir haben keine Lebenszeugnisse, in seinen lyrischen Texten gibt es keine Anspielungen auf historische Personen oder Ereignisse. So gehen wir also von bestimmten Textmerkmalen aus. Wir schauen uns also die lyrischen Texte an und aus denen leiten wir ab, dass der Kürnberger wahrscheinlich am Beginn der Minnesang-Entwicklung stand. Kennzeichen seiner Texte sind nämlich, ich habe mal vier die wichtigsten herausgepickt, eine prinzipielle Einstrophigkeit. Die Forschung geht davon aus, dass Mehrstrophigkeit sich erst in einem zweiten Entwicklungsschritt vollzogen hat. Ja? Also die Lyrik bei Kürnberger besteht aus einer einzigen Strophe. Mehrstrophigkeit dann erst in späterer Entwicklung. Zweitens nutzt der Kürnberger eine besondere Strophenform, die sogenannte Langzeilenstrophe. Diese Strophenform halten wir aus zwei Gründen für besonders alt. Zum einen ist das Nibelungenlied, das um 1200 als Schrifttext entstanden ist, aber davor bereits mündlich überliefert wurde, in der gleichen Strophenform verfasst
wie die Lyrik des Kürnbergers. Und da das Nibelungenlied ein sehr alter Text ist, weisen wir auch den Kürnberger diesen alten Status zu. Zum anderen orientieren sich fast alle lyrischen Texte anderer Autoren in ihrem Strophenschema an französischen Vorbildern. Diese Übernahme aus dem französischen Literatursystem halten wir für sekundär. Das heißt, der Kürnberger scheint zumindest formal noch eine alte einheimische Strophenform zu verwenden, diese Langzeilenstrophe, während spätere Autoren ab etwa 1170, 1180 auf die moderner gewordene französische Kanzonenstrophe zurückgreifen. Ja, also das sind alles Thesen, die uns Anlass bieten, den Kürnberger als den ersten deutschen Lyriker zu bezeichnen. Drittens, wir haben die allereinfachste Form des Reims beim Kürnberger, und zwar durchgehend, Paarreim. Das heißt AA, BB, CC und so weiter. Andere Autoren greifen auf ganz unterschiedliche Reime zurück. Kreuzreim, umarmender Reim, Schweifreim und so weiter. Nur der Kürnberger benutzt ausschließlich den einfachen Paarreim. Viertens, im Kürnberger Korpus gibt es unreime Reime. Zum Beispiel Zinne singen oder Bette wecken. In den Texten anderer Autoren kommen solche Halbreime so gut wie nicht vor. Das sind wahrscheinlich vier sehr plausible Gründe, den Kürnberger an den Anfang des Minnesangs zu setzen. Die Prämisse ist, dass sich der Minnesang von einfachen zu komplexen Formen entwickelt hat. Unserer Datierung liegt also ein Evolutionsmodell zugrunde. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ja? Einstrophig, dann Mehrstrophigkeit, einfache Strophenform wegen komplexe Strophenform, einfacher Reim versus komplexer Reim, unreine Reime versus reine Reime. Also es wird alles besser, komplexer und so weiter. Das meint Evolutionsmodell. Hundertprozentig sicher ist dieses Modell allerdings nicht. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass der Kürnberger später gedichtet hat, seine Texte aber bewusst antiquiert klingen lassen wollte. Dann wären alle Kennzeichen, die wir für das Alter der Texte in Anschlag bringen, bewusst vom Autor eingesetzte Stilmittel, die gar nichts über die Lebenszeit des Dichters aussagen. Also, ne, wir müssen schon annehmen, dass der Kürnberger so gedichtet hat, nicht um irgendwie als oder nicht ein Stilmittel eingesetzt hat, um besonders altertümlich und damit vielleicht zu klingen und damit vielleicht eine besondere Dignität zu haben und zuzuweisen, zu bekommen. Auch unsere Versuche, Daten von anderen Autoren auf eine solche Art und Weise zu erschließen, beziehungsweise die Autoren in einen Entwicklungsprozess der Lyrik einzuordnen, hängen immer wieder im Zirkelschluss von den jeweiligen Prämissen ab. Setzt man formale und inhaltliche Entwicklungen geradlinig fortschreitend, stufenweise oder sprunghaft oder auch mit Vor- und Rückgriffen an? Ja? Also, worauf ich Sie aufmerksam machen will, wir versuchen, diese Dichter zu datieren und die Entwicklung der Lyrik zu beschreiben. Das mache ich auch in meiner Vorlesung mit Ihnen. Aber das ist immer was Hypothetisches. Ne? Alle diese Lieder sind zeitgleich überliefert. Und nur aus bestimmten texttypischen Eigenschaften kommen wir zu Datierungen und Abhängigkeitsbeschreibungen. Dieser Dichter ist später als der da, weil er schon auf Bilder zurückgreift, die der andere entwickelt hat, auf Formen, die der andere entwickelt hat und so weiter. Nun, die Forschung hat sich jedenfalls dazu entschieden, für den Beginn der lyrischen Überlieferung in Deutschland ein Modell vorauszusetzen, das den Minnesang in einem Entfaltungsprozess begreift, von einer einfachen Kunstgattung hin zu einer formal und thematisch höchst differenzierten Kunstgattung.
Blättern Sie bitte um. Wir wollen also den Kürrenberger als ersten von mehr als 200 Minnesängern näher betrachten. Historisch ist der Kürrenberger gar nicht zu fassen. Kürrenberg ist ein Ortsname, nicht der Name eines Menschen. Der Minnesänger, von dem diese Texte stammen, kommt aus dem Ort Kürrenberg in Bayern. Mehr wissen wir nicht. Die Forschung sieht in ihm den ersten Exponenten des sogenannten frühen donauländischen Minnesang. In Bayern und Österreich, zwischen Regensburg und Wien, Sie können sich das hier mal auf einer Karte angucken, hätte die deutschsprachige Lyrik ihr erstes Zentrum gehabt. Zwischen 1150-60 und 1175 entsteht anscheinend in diesem Raum, also gerade nicht in der Nähe zu Frankreich, eine vom französischen Einfluss einigermaßen unabhängige Form von Liebeslyrik. Kürrenbergers gesamtes Œuvre besteht nur aus 15 Strophen. Das ist es. Mehr haben wir gar nicht von ihm. Fast jede Strophe bildet eine kleine Liedeinheit. Nur selten treten zwei Strophen thematisch zusammen und bilden dann vielleicht ein zweistrophiges Lied. Ich möchte jetzt zwei Textbeispiele wählen, um Ihnen typische Elemente dieser frühen deutschen Lyrik zu zeigen. Jetzt lernen Sie also nach meinen bisherigen Einführungen und Vorbemerkungen den ersten Minnesang kennen. Blättern Sie bitte um. Nu bring mir her viel balde, min Ros, min Isengewand, wann ich murs einer Frauen ruhmen du Land. Du will mich des bezwingen, dass ich ihr hold sie. Sie murs der Mina Minne irma dabende sie. Das ist Mittelhochdeutsch. Dieses Mittelhochdeutsch werden Sie jetzt kennenlernen in Ihren Einführungen ins Mittelhochdeutsche. Sie sollen in die Lage versetzt werden, solche Texte übersetzen zu können. Die Übersetzung hier habe ich Ihnen beigegeben. Nun bring mir sehr schnell mein Pferd und meine Rüstung herbei, denn ich muss wegen einer Edeldame fortgehen. Die will mich dazu zwingen, ihr ergeben zu sein. Sie muss meine Liebe für immer entbehren. Ja, das ist ein ganzes Lied, das ist ein lyrischer Text des Kürrenbergers. Worum geht's? Nochmal inhaltlich. Sie sehen hier den Paarreim, Isengewand, Land und Halbreim, Sie, Sien. Ein männliches Ich befiehlt einer anderen Person, vielleicht einem Knappen, Pferd und Rüstung herbeizuholen. Es muss, das Ich, das männliche Ich, es muss wörtlich hier die Länder räumen. Ruhmen du Land. Das ist ein juristischer Begriff im Mittelalter, der bedeutet, dass jemand wegen einer rechtlichen Auseinandersetzung dazu verurteilt wird, das Territorium eines adligen Herrn zu verlassen. Also so etwas wie ins Exil gehen, wenn Sie so wollen. Dieser juristische Begriff wird hier auf eine Mann-Frau-Beziehung übertragen. Eine adlige Dame möchte das Ich zur Liebe zwingen. Adlige Dame, Frauve, ist die adlige Dame. Zwang ist aber der Liebe und dem hier als Ritter entworfenen Ich nicht gemäß. Auf Zwang reagiert das Ich mit Flucht und Verteidigungsbereitschaft, symbolisiert durch das Anlegen der Rüstung. Wie ist Liebe hier gestaltet? Liebe wird in dieser Strophe als etwas Gegenseitiges und Freiwilliges entworfen. Es ist also eine Situation, die beschrieben wird, und aus der Situation heraus lernen wir etwas über Liebe. Liebe beruht auf Gegenseitigkeit, kann niemals einseitig sein und auf Freiwilligkeit. Liebe kann niemals Zwang sein. Ein zweites Beispiel. Blättern Sie bitte um.
Svenistan alleine in meinem Hemmede, und ich gedenke an dich, Ritter Edle, so erblüht sich mein Farbe, als der Rose an dem Dorne tut, und gewinnet das Herze viel mannigen, trurigen Mut. Ich übersetze, immer wenn ich allein in meinem Hemd dastehe und ich an dich denke, edler Ritter, dann erblüht mein Antlitz wie die Rose am Dornenstrauch und mein Herz gerät in eine sehr traurige Stimmung. Wer spricht? Das lyrische Ich kann hier wohl nicht mit dem männlichen Autor gleichgesetzt werden, da Homosexualität im Mittelalter eine Sünde darstellt. Von der kann in der Öffentlichkeit nicht positiv gesprochen werden. Denken Sie daran, Minnesang ist Rollenlyrik. Das habe ich Ihnen vorhin versucht beizubringen. Der frühe Minnesang zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass der Autor häufig aus der Perspektive einer adligen Dame zu seinem Publikum spricht. Zumeist klagt eine Frau über den Verlust ihres ritterlichen Liebhabers. Schuld an diesem Verlust kann entweder eine Rivalin sein oder häufiger die Gesellschaft und ihre Repräsentanten, die die Beziehung verhindern. Im vorliegenden Lied tritt uns das Ich in der Rolle der sehnsüchtigen Frau entgegen, die in einem erotischen Bildfeld ihrer Trauer um den abwesenden Geliebten Ausdruck verleiht. Also erotisch aufgeladen scheint mir hier das Alleinsein, die spärliche Bekleidung der Frau, die ja Schutzlosigkeit impliziert, sie trägt nur ein Hemd. Das Erblühen des Antlitzes verweist auf die Errötung, die als Liebessymptom zu deuten ist. Und in Kombination mit dem Alleinsein und der spärlichen Bekleidung wohl auch auf ein mit Scham vermischtes sexuelles Interesse der Frau. Mit der Naturmetapher von der Rose am Dornenbusch wird das Erröten in einen anderen Bildbereich mit einer ganz eigenen Bedeutung hinübergespielt. Das schöne Erblühen der Rose ist begleitet von Dornen. Diese symbolisieren den Schmerz und das Leid in der Liebe. Das Schöne ist nur um den Preis des Dornes zu haben. So liegen auch in der Liebe Freude und Leid untrennbar zusammen, wie in der Rose am Dornenstrauch, wie im Erblühen des Antlitzes der Frau, die errötet. Schamhaft, ihr ist heiß, Hitze, Scham. Und bei die Hitze wird nicht gestillt, die Liebe wird nicht gestillt, das Verlangen wird nicht gestillt. So legt der letzte Vers dann auch den Trennungsschmerz im Herzen der Frau offen. Sie sehen, anhand dieser beiden Strophen, die Situation des Ich wird mit wenigen Schlüsselworten symbolisch verdichtet. Es bleibt kein Raum, die Situation zu entwickeln oder sie detailliert zu beschreiben. Szenerie und Schauplatz werden durch spärliche Requisiten und Begriffe punktuell angedeutet. Pferd, Rüstung, Hemd, Dame, Ritter. Solche Kunst verlangt von ihrem Publikum ein aktives Zuhören und, da es Einsicht in eine schon entwickelte Situation gewinnen muss, das Publikum, benötigt es ein ausgeprägtes analytisches Vermögen. Der Gedanke an einfache Volkslieder, der möglicherweise durch die Schlichtheit der Sprache und des Reims hervorgerufen werden könnte, täuscht. Die gespielten Rollen in diesen 15 Strophen des Kürnbergers sind vielfältig. Das weibliche oder männliche Ich kann selbstsicher auftreten oder sehnsuchtsvoll, klagend oder jubelnd. Die Stimmungen wechseln von Strophe zu Strophe. Ja, die Strophen spielen ganz unterschiedliche Typen der Liebesbeziehung ein, behandeln immer wieder verschiedene emotionale Befindlichkeiten des Ichs. Zorn, Trauer, Sehnsucht, Hoffnung und so weiter.
Das Thema der Strophen ist aber immer die Liebe. Von Strophe zu Strophe, jedoch in wechselnden Schattierungen. Tröstend, klagend, gebieterisch herausfordernd, trotzig ablehnend, verwünschend, werbend und so weiter. Sowohl die Frau als auch der Mann können gleichermaßen aggressiv oder passiv, werbend oder umworben auftreten. Also diese Lyrik des Kürrenbergers, lesen Sie die mal, die bietet doch ein großes Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten von Menschen, die der Liebe anheimgefallen sind. Es sind wirklich ganz, ganz tolle Poesie, die Sie hier finden können. Ich komme heute nicht mehr auf den Kürrenberger zu sprechen. Die beiden Strophen, die ich Ihnen vorgeführt habe, sollen Ihnen einen kleinen Eindruck vermitteln, wie diese lyrischen Texte aussehen. Ich möchte aber zu einem ganz anderen Liedtyp kommen. Im Folgenden blättern Sie bitte um. Viertens, Auswirkungen des romanischen Einflusses, das Werbungslied. Ab etwa 1170, also gut 10 bis 20 Jahre nach dem Kürrenberger, werden romanische Liedtypen, also romanische Liedgattungen, in die deutschsprachige Dichtung übernommen. Die Adaptation, also die Übernahme romanischer Lyrik, zeigt sich sowohl in Form als auch Inhalt. Mit dem romanischen Einfluss kommt ein Liedtypus nach Deutschland, der in Stoff und Form lange Zeit die deutsche Liedproduktion dominieren sollte. Das Werbungslied, auch Minnekanzone oder Lied der Hohen Minne genannt. Etwa 80% aller Lieder des 12. und 13. Jahrhunderts gehören diesem Typ an. Im Werbungslied reflektiert ein männliches Ich über seine Liebe zu einer adligen Dame, die aber augenscheinlich seine Gefühle nicht erwidert. Das männliche Ich leidet an dieser für ihn unglücklichen Liebesbeziehung, kann aber seinen Empfindungen, denen es hilflos ausgeliefert ist, nicht entgehen. Ja? Das ist die typische Form dieses Werbungsliedes, und das Werbungslied ist die typische Form, weil meistgebrauchteste Form im Minnesang. Ein männliches Ich reflektiert über seine Gefühle in einer unglücklichen Beziehung, da es von der Dame abgelehnt wird. Als wichtigste formale Neuerung dieses romanisch beeinflussten Minnesangs sind folgende zu nennen. Erstens, die Mehrstrophigkeit wird jetzt zur Regel und die Strophenzahl wächst. Zweitens, der reine Reim wird zur Norm. Drittens, die Lyriker nutzen zunehmend differenzierte Reimschemata. Ich möchte Ihnen nun das Werbungslied am Beispiel eines lyrischen Textes Friedrichs von Hausen näher bringen. Friedrich von Hausen hat insgesamt 54 Liedstrophen verfasst. Also Sie sehen, Kürrenberger 15, Friedrich von Hausen 54, ein umfangreicheres Textkorpus. Und dieser Friedrich war als Reichsministerialer direkt dem staufischen Kaiser Heinrich VI. Unterstellt und somit in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts einer der mächtigsten sowie einflussreichsten Leute in Deutschland. Heutzutage wäre das vielleicht vergleichbar mit dem Kanzleramtschef oder so etwas. Ja? Am 6. Mai 1190 stirbt er auf einem Kreuzzug in Kleinasien, als das Heer auf dem Weg nach Palästina war. Die medievistische Forschung sieht in Friedrich von Hausen einen der ersten Minnesänger, die romanische Liedtypen rezipiert haben. Ja, und die erste Strophe eines von mir ausgesuchten dreistrophigen Liedes, diese erste Strophe sehen Sie auf der folgenden Seite. Blättern Sie bitte um. Friedrich von Hausen, mir ist das Herze wund.
Wenn Sie da hinter dem, ja, oder vielleicht nochmal der Titel. Mittelalterliche Lyrik hat keine Titel. Es gibt keine Überschriften. Wir nennen diese Texte immer nach dem ersten Vers. Das ist der Name des ganzen Gedichtes oder des ganzen Minnesangs. Hier also, mir ist das Herze wund. Hinter der Überschrift finden Sie noch etwas kryptisch, MF 49,13. Das ist ein Hinweis auf eine moderne Textedition, wo Sie dieses Lied finden können. Also, das Lied ist überliefert in einer mittelalterlichen Handschrift und das ist dann im 19. Jahrhundert erstmals gedruckt worden in einer Edition. Und diese Edition ist 19. Jahrhundert, heißt des Minnesangs Frühling. Das meint MF. Dort ist das Lied also abgedruckt und zwar in der Erstausgabe von Minnesangs Frühling steht dieses Lied auf Seite 49 in der Zeile 13. Da beginnt das Lied. Das meint MF 49,13. Unter Experten, wenn mir jemand sagt, Mensch, ich habe mir vor kurzem nochmal Minnesangs Frühling 49,13 angeschaut, dann weiß ich, dass es sich um dieses Lied Friedrichs von Hausen handelt. Das heißt, wir ordnen die Lieder oder benennen die Lieder auch nach ihrer Position in der Erstausgabe von Minnesangs Frühling aus dem 19. Jahrhundert. So, genug der Vorrede, wir wollen uns das Lied ja mal anschauen. Ich lese wieder. Mir ist das Herze wund und sieh ich gewesse nu viel lange. Das ist recht, wann es ist tump, sieht es eine Frauen erst bekannte. Der Kaiser ist in allen Landen, kusst er sie zu einer Stund an der viel roten Mund, er jäs wär im Woll ergangen. Auch hier die Übersetzung. Mein Herz ist nun eine sehr lange Zeit verletzt und krank gewesen. Das zu Recht, denn es ist töricht, seitdem es eine Dame kennengelernt hatte. Küsste der sie mal auf ihren so roten Mund, der Kaiser über alle Länder ist, so würde er sagen, es sei ihm gut ergangen. Gucken wir uns einmal, bevor wir auf den Inhalt eingehen, die Form an. Wenn Sie sich die ersten vier Verse anschauen und da die Reime wund, lange, tump, bekannte, fallen Ihnen zwei Sachen möglicherweise auf. Erstens, wir haben es hier nicht mit einem Paarreim, sondern schon mit einem komplexeren Reimtyp zu tun, dem Kreuzreim. Zweitens könnte Ihnen auffallen, wir haben ja immer noch unreine Reime, keine reinen Reime. Deshalb datieren wir Friedrich von Hausen auch früh. Wir haben ja auch von ihm die Lebensdaten und wissen, dass er in eine frühe Phase des Minnesangs gehört. Also unreine Reime, wund, tump, lange, bekannte. Und dann sehen wir in der zweiten Hälfte, die letzten vier Verse dieser Strophe, da haben wir einen anderen Reimtyp. Landen, Stund, Mund, ergangen. Ein umarmender Reim. Wir haben also ein Kreuzreim in den ersten vier Versen, einen umarmenden Reim in den letzten vier Versen. Diesen Liedtyp nennt man eine Kanzonenstrophe, oder diesen Strophentyp nennt man eine Kanzonenstrophe. Was ist eine Kanzonenstrophe? Eine Kanzonenstrophe ist erstmal zweigeteilt. Es gibt einen sogenannten Aufgesang, das wären hier in diesem Fall die ersten vier Verse, und einen Abgesang, das wären hier in diesem Fall die letzten vier Verse. Aufgesang und Abgesang müssen metrisch ungleich sein. Die können nicht das gleiche Reimschema aufweisen.
Das ist verpflichtend für eine Kanzonenstrophe. Und die Kanzonenstrophe kann man im Aufgesang, in den ersten vier Versen, noch einmal unterteilen in zwei gleichgebaute Stollen. Das heißt, die ersten beiden Verse hier in unserem Beispiel müssen dem dritten und dem vierten Vers metrisch entsprechen. Hundertprozentig gleich sein in der Anzahl von Betonungen wie auch im Reim. Ja? Das heißt, eine Kanzonenstrophe hat einen Aufgesang mit zwei gleichgebauten Stollen und einen Abgesang, der metrisch anders aussieht. Das ist für alle Kanzonen vorgegeben und das ist die typische und übliche Reimform das ganze Mittelalter hindurch. Ja, zum Inhalt. Werbungslied. Ein männliches Ich reflektiert über seine unglückliche Liebe zu einer Dame. Das Ich setzt mit dem aus der Antike stammenden Topos von Liebe als Krankheit ein. Die Verwundung des Herzens dauere nun schon lange, weil es eine adlige Dame kennengelernt hat. Eingeschoben in diesen Gedankengang ist die Bewertung des Verhaltens des Herzens. Das Kranksein geschehe ihm ganz recht, da es tump sei, das heißt unvernünftig in seinem Handeln. Unvernunft in der Liebe ist ein gängiger Topos in der Troubadour-Lyrik und wird von Hausen hier in die deutsche Lyrik eingeführt. Der Verlust der Vernunft durch die körperliche Begierde führt im vorliegenden Lied zum unglücklichen Zustand des Ich. Das Ich betont die sexuelle Attraktivität der Dame, was vor allem am Ende der ersten Strophe deutlich wird. Hier wird das Wohlgefallen gar des Kaisers an der körperlichen Begegnung mit der Dame im Kuss imaginiert. Die Attraktivität der Dame und das hypothetische Wohlbefinden des Kaisers in der imaginären körperlichen Begegnung stehen im krassen Gegensatz zur Lage des Liebenden. Hier werden die Ambivalenzen des Liebeskonzepts der Werbungslieder deutlich. Die Frau böte durch die körperliche Begegnung selbst für den Kaiser die Möglichkeit, über Liebe und ihre Wirkung positiv zu sprechen. Ne? Der Kaiser würde sagen, wenn der sie mal küssen könnte, es sei ihm wunderbar ergangen. Also Liebe und Sexualität als eine Möglichkeit, wohlgefällig gut zu sprechen, Positives im Leben und in der Rede zu erhalten. Zugleich ist demjenigen, dem diese körperliche Begegnung vorenthalten ist, und das ist das arme Ich in unserem Fall, jedes Glück verwehrt. Verletzung und Krankheit plagen ihn. Liebe ist hier als sexuelle Begierde und Wunsch nach körperlicher Vereinigung, zumindest der Münder, inszeniert. Ja, also die körperliche Begegnung bedeutet hier Glück. Und dieser sexuellen Begierde und dem Wunsch nach dieser körperlichen Vereinigung folgte das Ich vernunftlos und diesem Wunsch verdankt es sein Leid. Das ist diese erste Strophe. Eine ganz typische Werbungsliedstrophe. Ja, das Ich, das männliche Ich, jammert über sein Unglück, wenn Sie so wollen. Kommen wir zur zweiten Strophe. Sieht ich das Herze Hahn verlassen an der besten Eine, des soll ich Lohn empfahen von derselben, die ich da mähne. Zwie selten ich es ihr beschäne, so bin ich's doch der Mann, der ihr Bass heiles gann, dann in der Welte lebe daheine. Ich übersetze. Formal ist die natürlich völlig baugleich zur ersten Strophe. Ja? Also alle Strophen müssen völlig identisch in ihrem Bau sein. Das heißt, wir haben in jedem Vers die gleiche Anzahl an Hebungen. Wir haben, wie, also der erste Vers der zweiten Strophe entspricht in seiner Anzahl an Hebungen dem ersten Vers der ersten Strophe.
Der zweite Vers der zweiten Strophe entspricht dem zweiten Vers der ersten Strophe in der Anzahl der Hebungen und so weiter. Hebungen meint immer Betonungen, betonte Silben, die Anzahl der betonten Silben. Und natürlich, das Reimschema bleibt auch immer identisch von Strophe zu Strophe. Ich übersetze. Da ich das Herz allein der Besten überlassen habe, muss ich Lohn von derselben erhalten, die ich so liebe. Obgleich ich es ihr nie zeige, so bin ich dennoch der Mann, der ihr mehr Glück gönnt als irgendjemand sonst, der auf Erden lebt. In der zweiten Strophe hier tritt das Ich nicht mehr als Leidender, Versehrter und Liebesnarr auf, sondern fordert recht selbstbewusst Lohn ein für die Übergabe seines Herzens. Dieser Lohn wird, wie auch sonst in den Liedern, nicht konkretisiert. Was meint Lohn eigentlich? Ja, Lohn ist ja so ein Abstraktum. Für den Dienst, den ich leiste, für meine Verletzungen, die ich erfahren habe, steht mir Lohn zu von euch, Dame. Immer wieder finden wir diesen abstrakten Begriff. Nun, im Kontext der ersten Strophe lässt sich Lohn aber wohl als eine Form körperlicher Zuneigung verstehen. Ja, also der Wunsch, sexuellen Lohn zu erhalten, körperliche Nähe zu bekommen. Jedoch offenbart das Ich seinen Zustand nicht der Geliebten. Obgleich ich es ihr nie zeige, heißt es hier. Wovon er im Lied sprechen kann, verschweigt er der Dame gegenüber. So bleibt sein Leid auch in Zukunft unausweichlich. Wenn sie nichts von seinem Leid weiß, kann sie ihn auch nicht von diesem Leid erlösen. Das ist auch so ein Paradox. In den Liedern können die lyrischen Ichs immer über ihr Leiden sprechen und was das Leid hervorruft, aber der Dame gegenüber schaffen sie es nicht, sich zu offenbaren, sich zu artikulieren. Und das verheißt nichts Gutes. Wir schauen uns die dritte und letzte Strophe an. Blättern Sie bitte um. Wer mochte mir den Murt getrösten, wann ein schöne Frauwe, die mir im Herzen tut, leid, die niemand kann beschauen. Du in Not, so liede ich den Rauen, wann es sich zu hohe hur. Wird mir die Minne ungurt, so soll ihr Niermann volle trauen. Ich übersetze, wer könnte mich trösten, wenn nicht die schöne Dame, die meinem Herzen Leid zufügt, das niemand sehen kann. An der Not gehe ich zugrunde, weil es sich das Herz zu hoch erhob. Wenn die Liebe für mich schlecht endet, so soll ihr niemals mehr ein Mann gänzlich trauen. Nun, sein Schmerz ist für keinen ersichtlich, da er nicht wie der glücksverheißende rote Mund am Körper der Dame wahrnehmbar ist, sondern dem der Wahrnehmung entzogenen Innenraum zugehört. Unsere Gefühle lassen sich nicht anschauen. Der mögliche Trost, der Lohn der Frau, erscheint entsprechend nur im Konjunktiv. Durch die Nichtanschaubarkeit seines Leids und seiner Liebe ist die Hoffnung auf Lohn im Grunde aussichtslos. Das zu hoch Streben des Herzens, das als Ursache des Unglücks benannt ist, suggeriert ja bereits die Aussichtslosigkeit seiner Liebe. Der Schluss schließlich formuliert am Beispiel des Ichs eine Lehre für alle Männer. Der Liebe ist, sollte seine Minne keine Erwiderung finden, ebenso nicht zu trauen wie der Dame. Ja? Das Personalpronomen ihr im letzten Vers hat keine eindeutige Referenz. Wer ist mit ihr eigentlich gemeint? So soll ihr niemals mehr ein Mann gänzlich trauen. Der Liebe oder der Dame? Es ist letztlich ununterscheidbar. Wahrscheinlich beiden nicht. Das mögliche Liebesglück wird hier in eine für äußerst unwahrscheinlich gehaltene ferne Zukunft verlegt. Die Gegenwart hingegen ist durch unermessliches Leiden an der Liebe gekennzeichnet. Und dieses Prinzip
dieses ja duale Prinzip, dass Liebe zwar gegenwärtig Leid bedeutet, aber zugleich ein freudiges Leben in Aussicht stellt, ein glückliches Leben verheißt. Diese Zweigliedrigkeit, gegenwärtig Leid, zukünftig eventuell Glück, das ist die grundlegende Denkfigur der Werbungslieder. Die nicht eindämmbare Gewalt der Liebe führt beim Ich zu Gefühlen der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins. Die Liebe ist dem Mann quasi naturhaft eingeschrieben. Sie ist ein Zwang. Rudolf von Fenis, ein Schweizer Graf und Minnesänger, der zwischen 1158 und 1192 urkundlich bezeugt ist, also von dem wissen wir, wann er gelebt hat und wo er gelebt hat, und der wie Friedrich von Hausen die Rezeption der romanischen Troubadour-Lyrik maßgeblich befördert hat, formuliert die Ausweglosigkeit des liebenden Ich präzise in den letzten drei Strophen eines fünfstrophigen Werbungslieds. Die letzten drei Strophen möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Sie beginnen mit den paradoxen Auswirkungen, die die Nähe oder die Ferne zur geliebten Dame mit sich bringen. Blättern Sie doch mal um, dann schauen wir uns das Lied für Rudolf von Fenis an. Ja, auch hier sehen Sie MF, auch den finden Sie in dieser Textedition Minnesangs Frühling, dort in der Erstausgabe auf Seite 82, Zeile 5. Mich wundert des, wie mich min Frauwe zwinge, so sehre, wenn ich ferre von ihr bin. So gedenk ich mir und ist min Gedinge, müß ich sie sehen, min Sorge wär dahin. So ich bi ihr bin, des tröstet sich min Sinn. Und wehne des, dass mir Woll gelinge, allererst mehret sich min Ungewinn. Auch hier haben wir eine Kanzonenstrophe. Vielleicht gucken wir nochmal auf die Reime. Erster Vers endet auf Zwinge. Aus Platzgründen ist das so in die zweite Zeile gerutscht, das Zwinge hier. Ja, aber der erste Vers endet mit Zwinge, zweiter Vers endet mit Bin, dritter mit Gedinge, vierter mit Dahin. Aufgesang, ja, einer Kanzone. Wir haben wieder einen Kreuzreim vor uns. Jetzt zwei Stollen, die ersten beiden Verse, der erste Stollen, Vers 3 und 4, der zweite Stollen. Und jetzt kommt der Abgesang, hier nur aus drei Versen bestehend, und zwar mit einer Form auch des umarmenden Reims. Das ist bei Vers 1 des Abgesangs Sinn und bei Vers 3 des Abgesangs Ungewinn klar, die reimen aufeinander. Das Gelinge reimt dann auf Gedinge und Zwinge, aus dem Kreuzreim. Und das Sinn und Ungewinn auf Bin und Dahin, aus dem Aufgesang. Das heißt, die ganze Strophe besteht nur aus zwei Reimen. Also ganz besonders kunstvoll. Man nennt diese Form der Kanzone, weil sie den Reim im Abgesang, nimmt sie den Reim des Aufgesangs wieder auf. Deswegen nennt man diese Kanzonenform eine Rundkanzone. Ich übersetze. Mich wundert es, wie sehr mich meine Dame zwingen kann, immer wenn ich fern von ihr bin. Dann denke ich bei mir, und das ist meine Hoffnung, dass meine Sorgen dahin gingen, wenn ich sie sehen könnte. Wenn ich endlich bei ihr bin, damit trösten sich meine Gedanken und glauben, dass es mir dann gut geht. Doch dann wird mein Unglück noch größer. Liebe ist Zwang. Ja, Sie haben ja vorhin beim Kürenberger gesehen, zur Liebe gehört kein Zwang, den eine Person über eine andere ausüben möchte. Man kann eine andere Person nicht zur Liebe zwingen, aber ein Mensch wird durch das Abstraktum Liebe vielleicht gezwungen, kann von einem anderen nicht mehr loslassen. Ja?
Das ist hier mit Zwang gemeint. Liebe ist Zwang. Der erste Vers macht dies unmissverständlich deutlich. Ein Zwang, der sich für das Ich verwunderlich dann zeigt, wenn er sie nicht sieht. Worin der Zwang besteht, wird nicht gesagt, aber damit ist ja wohl gemeint, dass die Liebe ihn gefangen nimmt, er an nichts anderes als die Frau denken kann und so weiter. Ja, es ist ja auch schwer, versuchen Sie mal, wenn Sie lieben sollten, sich zu sagen, ich möchte aufhören zu lieben, ich muss aufhören zu lieben. Das schüttelt man nicht einfach ab, seine Emotionen, seine Bindung an einen anderen Menschen. Hier in diesem Lied führt das Getrenntsein zur Sorge, zum Leid als direkter Folge des Zwangs. Das Ich hofft nun, diese negativen Auswirkungen der Liebe umgehen zu können, wenn es seiner Dame nahe ist und es sie sehen kann. Doch der Glaube, dass Nähe Glück schafft, erweist sich als trügerisch. Der letzte Vers macht deutlich, dass das Unglück nur noch größer wird. Entsprechend fährt die nächste Strophe fort. Also, man ist weg von der Dame und ist dauernd bei ihr, denkt an sie. Also kann eigentlich nur helfen, wenn man bei ihr ist, so die Strophe. Doch dann ist das Unglück noch größer. Schauen wir uns die nächste Strophe an, blättern Sie bitte um. So ich bi ihr bin, min Sorge ist desto mehre. Also der sich nahe bütet zu der Glurt, der brennet sich von rechte harte Sehre. Ihr große Gürte mir dasselbe tut. S'wenn ich bi ihr bin, das tötet mir den Mut. Und stirb aber rechte, s'wenn ich von ihr kehre. Wann mich das Sehen dunkelt, also gut. Ja, wieder natürlich, es muss so sein, ja, durch das Reimschema. Wir haben wieder zwei Reime für die ganze Strophe. Das ist ausgesprochen kunstvoll, versuchen Sie das mal, wenn Sie ein Gedicht schreiben, Ihre komplexen Gedanken mit nur zwei Reimen in einer Strophe auszudrücken. Sie sehen schon, der Rudolf von Fenis ist ein großer Künstler und auch Formkünstler. Ich übersetze. Wenn ich bei ihr bin, wird meine Sorge umso größer, wie bei demjenigen, der zu nahe ans Feuer gerät, der verbrennt sich folgerichtig sehr. Ihre große Güte macht dies mit mir. Immer wenn ich bei ihr bin, bringt mich das um. Ich sterbe aber erst recht, wann immer ich sie verlasse, denn dann scheint mir, sie zu sehen, schön. Das Ich befindet sich in einer aporetischen, also ausweglosen Situation. Sorge und Leid sind nicht an Nähe und Ferne der geliebten Person gebunden, sondern an seinen Zustand des Verliebtseins. Not ist sein ständiges Lebensgefühl. Dieses wird in spezifischen Bildern ausgemalt. Die Güte der Frau, also ihre ethische Qualität, ihr besonderes Gutsein, ja? Also ihre inneren Werte und so weiter. Die Güte der Frau wird einer Flamme gleichgesetzt, an der sich das männliche Ich ständig verbrennt. Die von Ovid, antiker Autor, stammende Metapher des vor Liebe brennen wird hier als eine Situation der Gefährdung konkretisiert. Eine Gefährdung, die am Ende der Strophe in Imaginationen der Vernichtung eine Steigerung erfährt. Das Ich, genauer sein Murt, also sein Innerstes, ja, so heißt es hier, stirbt ab, egal ob er bei ihr oder getrennt von ihr ist. Also hier geht es jetzt wirklich ums Existenzielle. Ne? Also diese Minnesänger entwerfen Liebe und Leidenschaft als die sind immer ein bisschen drüber, wenn sie so wollen. Das sind die ganz großen Gefühle, die hier durchdekliniert werden. Die letzte Strophe schließlich, die wir uns jetzt anschauen, zeigt die Unausweichlichkeit der Liebe, die das Ich zu vernichten droht. Blättern Sie bitte um. Ihr schönen Lieb han ich davor erkennet. Er tut mir als der Fürstelin das Licht.
die flieget da an und sie sich gar verbrennet. Ihr große Gürte mich also verriet. Mein tumbes Herze, das in Lier mich also niet. Ich habe mich so fern an sie verwendet, dass mir zu junges Recht heilsam geschieht. Ich übersetze, ihre Schönheit habe ich zuvor durchschaut. Sie macht mit mir das Gleiche wie das Licht mit den Nachtfaltern. Die fliegen ans Feuer, bis sie sich zu Tode verbrennen. Ihre große Güte hat mich ebenso verraten. Mein törichtes Herz ließ mir keine Wahl. Ich habe mich so sehr an sie verloren, dass es mir letztlich gerechterweise ebenso geschehen wird. Obwohl das Ich die Mechanismen und Wirkungen ihrer Schönheit und ihrer Güte genauestens durchschaut, kann es sich der Liebe nicht entziehen. Wie bei den Nachtfaltern läuft auch bei dem liebenden Mann ein biologisches Programm ab, das keinen Platz für eine rationale Kontrolle des Verhaltens lässt. Obwohl er seine Situation genauestens reflektiert und kennt, sowie in ästhetischen Bildern und einer präzisen poetischen Sprache rationalisiert, der durchdringt ja alles und kann das auch noch sprachlich super darstellen, ist er der Situation der Vernichtung dennoch hilflos ausgeliefert. Es ist töricht und dennoch unausweichlich. Es ist verlockend schön und dennoch unglückbringend. Diese Ambivalenzen und Aporien, also Ausweglosigkeiten, sind zentrale Kennzeichen der Werbungslieder. Das macht Werbungslied im Kern aus. Diese Struktur, diese Argumentationsstruktur, die wir hier sehen. Es ist eigentlich schön und gut, die Dame und auch die Liebe, aber sie führt in die Vernichtung, sie führt in die Gefährdung, sie führt ins Leid. Das Ich in den Werbungsliedern spricht in den höchsten Tönen von seiner Dame, der wie der Lehnsmann seinem Lehnsherrn treu ergeben ist, in deren Dienst er sich begibt und deren Namen er verschweigt. Konstitutiv für diese feine aristokratische Liebe ist, dass die aufrichtige Liebe des Mannes keine Erwiderung erfährt. Diese aus der Perspektive des Mannes wahrgenommene Ungleichheit im Gefühlshaushalt führt zu einem Klagestereotyp. Das Unglückliche Ich ist sich seiner scheinbar aussichtslosen Lage bewusst und hält dennoch in der Hoffnung auf eine zukünftige Erhörung an seiner geliebten Dame fest. Dabei beklagt und reflektiert es in zirkulären Argumentationen seine gegenwärtige Situation. Liebe ist in diesen Liedern ein schmerzhafter Resonanzboden, auf dem ein Ich seine Gefühle, seine Hoffnungen, seine Ängste sowie Wünsche auslotet und dabei mit artistischer Meisterschaft zugleich inszeniert. Ja, ich hoffe, das ist klar geworden, was das Werbungslied im Kern ausmacht. Blättern Sie bitte um. Solche Entwürfe männlicher Ohnmacht wollen gedeutet werden. Zumal die historischen Beziehungen zwischen Männern und Frauen in den patriarchalen Gesellschaften Europas ja durch die Herrschaft des Mannes gekennzeichnet waren. Ja, und jetzt haben wir auf einmal hier Männer im der Lyrik, im Minnesang, die sagen, sie sind vollkommen abhängig emotional von einer Frau. Ja, und diese Frau droht, diese starken, autarken, unabhängigen Männer zu vernichten. Welche gesellschaftlichen Funktionen hat der Minnesang in einer Adelskultur, in der sich die Männer abseits der Lyrik als Herrscher und Krieger verstehen? Was soll diese Demonstration männlicher Schwäche und Ausweglosigkeit? Nun, das Besondere der Minnekanzone scheint mir, oder des Werbungsliedes, scheint mir in seiner Sprechweise zu liegen. In den Argumentationsmustern, den diffizilen, den sophistischen, diesem Hin und Her. In der brillanten, rhetorischen und metrischen Ausarbeitung und so weiter. Das männliche Begehren ist hier einer Rede unterworfen,
die vor allem durch ihre Präzision besticht, durch ihre präzise sprachliche Ordnung, durch das Reimschema, durch die genau festgelegte Anzahl an Hebungen in jedem Vers. Die Liebe und ihre Unvernunft werden in den Werbungsliedern der Vernunft einer Rede unterstellt, die die Gefahren der Liebe in der Dichtung bewältigt. Ja? Also Liebe als Gefahr, als unordentliches Gefühl, das die Gesellschaft gefährdet, das gesellschaftlichen Zusammenhang, den Zusammenhalt gefährdet. Ja, Sie kennen alle Romeo und Julia, wie Familiensysteme, wie Gesellschaft durch die Liebe untergraben werden kann. Ja, also die Gefahren der Liebe, die auch für das einzelne ich kann mich in der Liebe verlieren, ich kann zum Stalker werden, ich kann zum Gestalkten werden, ich kann nicht mehr schlafen, ich werde depressiv und so weiter und so fort. All das, was Liebe mit sich bringen kann an Gefährdungsmomenten, wird durch diese lyrische Rede meines Erachtens bewältigt, weil ja, sie in ein Korsett, das unordentliche Gefühl der Liebe in ein Korsett der Dichtung gepresst wird. Und dieses Korsett der Dichtung ist eben ein vernünftiges Korsett. Ein Korsett, das geplant ist, in dem jedes Wort an seinen Platz gelangt, vorherbestimmt durch den Autor und so weiter. Das Subversive des Sprechens über Liebe wird durch die Art des Sprechens diszipliniert. Der Minnesang bedeutet die Zivilisierung eines unordentlichen Gefühls. Die Liebe wird durch die Reimgestalt und das strenge Metrum der Lyrik der Ordnung der Vernunft unterworfen. Kontrolle. Ja? Mit dieser Lyrik erhält man Kontrolle über die Liebe, auch wenn das Ich sich als ein Ich entwirft, das die Kontrolle verloren hat. So zeigt eigentlich die Darstellung in der Lyrik wiederum, dass die Kontrolle behalten wird. So verzweifelt der Sänger, der Autor von seinem Unglück sprechen mag, so unentrinnbar das lyrische Ich auch einem zerstörerisch erscheinenden Gefühl anheimgefallen sein mag. Seine Klage, die in sprachlicher Formvollendung und in rhetorischer Brillanz ihren Ausdruck findet, dokumentiert letzten Endes nur die Beherrschung der Hoffnungslosigkeit. Die Kunst des Minnesangs hat damit die Funktion, das Irrationale und Gefährdende unserer Gefühlswelt zur Sprache zu bringen und zugleich deren Beherrschung, Bändigung, Zähmung der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Ja, das heißt, ich sehe diese Kunstform des Minnesangs als eine Möglichkeit an, der Gesellschaft ja, Kontrolle über emotionale Gefühle zu geben, die mit Negativität und Verlust einhergehen können, wie die Liebe. Soweit zu meiner ersten Vorlesung, einem ersten kleinen Appetithappen, die Ihnen ein bisschen schon mal den Minnesang näher bringen soll. Wir werden in der nächsten Sitzung dort anschließen. Sie werden den ersten französischen Lyriker, beziehungsweise genauer gesagt okzitanischen Lyriker kennenlernen und wie dessen Lyrik aussieht. Und wir werden uns mal generell Gedanken darüber machen, was ist überhaupt Lyrik? Nicht welche Funktion hat sie? Das habe ich versucht bei der Liebeslyrik Ihnen heute zu erklären. Ja, für die Gesellschaft eine Bewältigung eines unordentlichen Gefühls bereitzustellen. Nein, in der nächsten Sitzung soll es darum gehen, wie kennzeichnet sich eigentlich Lyrik und kann man sie von anderen Formen literarischer Rede abgrenzen und wenn ja,
wodurch. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es war nicht allzu schwer und allzu dicht, diese erste Vorlesung. Sie können jederzeit natürlich Fragen stellen, mich anschreiben, wenn Sie etwas wissen wollen, wenn etwas unklar geblieben ist. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder mit von der Partie sind. Vielen Dank.